Alles relativ schwierig mit diesem Regen, du. So, wir schauen mal. Wir haben... Ganz ehrlich, Leute. Ich gehe auf... Soll ich Fimbulwinter kaufen hier schon? First Item? Ich glaube, ich mache das. So. Bei mir um 17 Uhr Gewitter. In Lübeck, wir sind Bootfahren ab 15 Uhr. Du beschwerst dich nicht gerade, dass es regnet, oder? Tust du das wirklich gerade? Tut mir sehr leid über eure Boottour, aber... Regen muss kommen. Ich bin so froh, dass es regnen wird. Ich bin so froh. Auch Gewitter, whatever. Hauptsache es regnet. Auch wenn ihr eine Hochzeit hättet. Wenn ihr eure 100-jährige Superhochzeit hättet, ja, heute, und es gewittert, wäre mir super egal. Das wäre mir super egal. Hauptsache es gewittert. Ich bin halt auf der Lane bis Level 5 bisschen useless, muss man sagen. Ich kann nur den hier mal reinwerfen. Ja, ich denke nämlich auch, dass es nicht regnen wird, denn die letzten Male, als es gesagt wurde, es regnet, hat es auch nicht geregnet. Es sollte nämlich... Ich hatte vor ein paar Wochen immer mal reingeschaut, nicht vor ein paar Wochen, glaube letzte Woche oder so, ich hatte immer mal reingeschaut und es wurde immer mal gesagt, ja, dann regnet es oder dann regnet es und leider kam nie Regen darum. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es regnen wird. Ich habe Hoffnung aufgegeben. Ich habe die Hoffnung aufgeregen. Nice, wir haben ihn hier raus. Wichtige Sache. Wichtig, wichtig. Es hat auch gestern, war das gestern oder vorgestern? Ich glaube vorgestern hat es auch in Berlin geregnet. Bei mir. Und zwar für nicht mal 10 Minuten. Ich war einkaufen, ja, bin rausgegangen. Und Regen war sofort wieder weg. Also das war, keine Ahnung, habe ich auch gedacht. Jo, vielen Dank für nichts so. Vielen Dank für nichts, habe ich mir gedacht. Sehr gut. Leute, vielleicht ist Malphite Support doch der beste Pick der Welt. Ich gehe jetzt weg, damit sie das Plate Gold alleine kriegt, ne? Also 150 Gold auf ihr sind besser als 75 Gold auf beiden. Irgendjemand ist tiltet bei uns, ich weiß aber nicht wer. So, nehmen wir mal die Tier mit, dann nehmen wir das mit, dann holen wir uns mal Schuhe, oder? Oder das hier. Das ist auch cool, wir nehmen das hier. Da hat eine Omi die Blumen im sechsten Stock gegossen, true. Aber die Omi weiß wahrscheinlich, dass sie die Blumen nicht in der Sonne gießen sollte, oder? Ich truste den Omis. Ich glaube nicht, dass das eine war. Omis wissen, jetzt darfst du die Blumen nicht gießen, wenn es Sonne ist. Das war kein Omi. Malphite Support ist so OP, nee, der ist absolut bad, ehrlich gesagt. Also wenn du in der richtigen Elo bist, wo nicht nur... Malphite Support kann funktionieren, aber es gibt tausend Supporter, die besser sind, sagen wir so. Also ein Rakan oder ein Alistar macht einen tausendmal besseren Job als ein Malphite. Ja, sagen wir es so. Malphite ist halt tausendmal einfacher zu spielen, ja, aber... Er ist nicht schlecht, aber es gibt halt viel bessere. Das hier ist halt ekelhaft, ne? Dass du immer wieder reinpoken kannst, aber... Ansonsten hast du ab Level 5 einmal ein Peel und das war's. Und du hast halt ein bisschen eine Attack-Speed-Reduktion, glaube ich. Auf deinem... Ding. Muss ich rausulten wahrscheinlich, ne? Nee. Rakan ist halt nicht Level 5 gewesen. Das ist ja gut. MF ist aber Level 5. Die Combo. Dafür ist es halt geil, aber sowas kann Alistar halt auch machen, ne? Von daher. Der hat nix. Der hat kein Mana, kein gar nichts. Hä? Was macht ihr denn? Hallo? Hä? Leute? Was geht der ab gerade? Ich schau gleich wieder hin, ich muss kurz Schuhe kaufen. Nice. Bis Diamond funktioniert er. Der funktioniert auch über Diamond. Ich bin mir ziemlich sicher, du könntest mit Support Malphite bis auf Challenger hochranken. Hundertprozentig. Die Leute werden nicht unbedingt besser. Die Leute werden nur anders schlecht und kriegen mehr Ego. Aber wirklich besser werden die Leute nicht in Master. Und wenn du Master bist, hast du ja schon theoretisch die höchste
Spielqualität erreicht, die du erreichen kannst, ne? Ich bin gerade Diamond 1. Und du siehst ja, was das hier ist, ne? Das ist ja Clown Fiesta des Todes. Geht der Basen? Ich wollte Fimbul kaufen, ne? Wo ist es denn? Da, ah, ich habe noch Pre-Kauf drin. Okay. Na, das ist jetzt kein Meme oder so, ne? Aber das ist halt wirklich so. Es war kein Meme. Das ist wirklich sehr schlechte Spielqualität. Machen weg, machen weg, machen weg, machen weg. Ich habe noch Ignite drauf. Ich hoffe, der MF hilft das. Okay, wenn Echo aber dafür den Turm bekommt, den muss er machen. Dann ist es worth eigentlich. Ich meine, außer die kriegen jetzt den Drake, das was sie kriegen werden. Oh, Pantheon. Großer, großer Stil. Er hat ihn nicht. Schade. Er hat nicht bekommen. Leider hat der Echo auch nicht den Dings bekommen, ne? Ah, Yasuo hat nochmal Gold. Sehr, sehr gut. Also goldmäßig stehen wir halt sehr gut da. Oh, ich könnte Fimbul kaufen, aber too late. Nice. Shutdown für den Yasuo. 5400 Gold. Und der Supporter ist nicht mit dabei. Das heißt, der Lucian kann nicht deffen. Glaub nicht, dass er deffen kann. Wenn der Lucian kommt, drücke ich ihn direkt weg. Ich laufe sofort in ihn rein, wenn der Lucian kommt, also. Ich laufe sofort in ihn rein. Er darf nicht die Minions clearen, ja. Ich muss ihn einfach nur wegdrücken. Sehr gut. Dann kommt er nämlich gar nicht hierher und kann nicht unter den Tower in seine Sicherheit. Dann können wir direkt den Turm hier nehmen. Good job, Team. Da unten leider alle tot. Ja, Yumi ist insane auf jeden Fall. Das stimmt. Yumi ist absolut insane. So. Die werden zum Herald gehen, ne? Aber ich habe Ultimate. Ich kann theoretisch, können wir es fighten. Wir haben meine Ultimate und MF Ultimate. Ja, der ist schon weggeschaut. Kriegen wir den Olaf hier? Der hat einen Killing Spray, ne? Ich glaube, ich hätte Fokus auf Olaf legen müssen. Das Ignite war aber... Ich hab grad einen Lag. Ich glaube, Pantheon ist hier tot. Ja. Aber vielleicht kriegt Echo den Turm. Der Botlane. Und wir kriegen den Turm in der Mitte, wenn sie jetzt den Turm machen und nicht hinterher rennen. Nicht chasen, mach den Turm in der Midlane. Bitte, bitte, bitte. Bitte mach den Midlane-Turm, Leute. Ich bin da. Sind hier irgendwelche Recallers? Any Recallers? Nee. Okay, nächste Wave pushe ich nochmal aus. Also die Teamfights werden schwer mit dem Malphite, ne? Der rennt nämlich einfach zum F durch und dann ist der dead. Die MF. Und ich kann ihn halt nicht peelen. Mit Malphite. Malphite kann ich ihn leider nicht peelen. So, wir kaufen uns das Ding, ne? Ne, ich kaufe mal dieses Feuerding hier. Ich glaube, das ist ganz cool. Das ist cool. Mit Yumi ist irgendwie alles ziemlich stark, habe ich das Gefühl. Sogar sowas wie ein Echo oder so. Mit Yumi ist irgendwie alles ziemlich, ziemlich gut. Hab ihn. Olaf, hol die raus. Echo, komm Mitte. Den Turm verlieren wir noch nicht eigentlich. Ah, der Surrender Vote nervt gerade. Eigentlich können wir den noch deffen, ja. Die haben halt ein echt gutes Setup, muss man sagen, ne? Das Surrender brauchen wir noch nicht. Wir müssen nur einmal einen guten Teamfight irgendwie spielen. Genau so, sehr, sehr gut. Der Six.
Kann ich den holen mit Flash Q Ignite? Sicher, nice. Er ist geflasht. So, ich werde jetzt nochmal Kerz rausgehen. Warum, Pantheon? Wenn du da stirbst, dann ist das over. Er ist gestorben. Dann können wir hier nicht mehr so viel machen, ne? Wir würden... schauen. Yasuo ist am Inten jetzt, oder wie? Nee. Ich weiß, was der macht. Ich bin mir nicht sicher, ob er... was er versucht gerade. Das war wahrscheinlich einfach Yasuo, ne? Jetzt hat die Problematik jetzt Yasuo tot. Olaf! Der Mana bringt auch Energie und Ability Haste. Jetzt habe ich leider kein Ultimate für den Fight, aber wir haben den Jax rausgenommen. Das ist schon mal viel wert. Das Problem ist, der Olaf wird einfach runterrennen, ne? Also, wir können den Drake hier nicht anfangen. Der wird einfach reinrennen. Dann war's das. Ich muss den Olaf irgendwie wegblocken. Sehr gut, wir haben 4 Leute down. Wer lebt noch? Der Lucian. Wir haben 4 Leute getötet und wir haben nur eine Person verloren? Insane. Das Gute ist auch, der ADC vom Gegner hat einfach... der ist in der Mitte runtergerannt. Und versucht, den Turm da zu machen, aus irgendwelchen Gründen. Nimmt man auf jeden Fall mit, ne? Das ist doch ganz schön. So, Midlane pushe ich jetzt einmal kurz raus hier. Damit der Yasuo direkt zum Herald hin kann. Hier zusammen. Zack. Dann habe ich 5 Sekunden auf Ultimate. Olaf Ultimate sollte aber auch wieder da sein, ne? Mal den hier noch mit reinpushen, dann können wir den weg-auen. Ich will ihn. Das ist 6. Den ulte ich einfach weg. Komm her. Okay, er rennt. Okay, wir brauchen 800 Goldies. Für Next Adam. Ich bin gerade Diamond 1 hier. Oh oh. Ich glaube nicht, dass wir so einen direkten Fight gewinnen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen chillen, vielleicht. 1, 2. Der Lucian. Oh, der Yasuo, was geht mit dem? Ich meine, insaner Yasuo. Der wird ulten, ne? Aber den kriegen wir trotzdem. Q. Kriegen wir doch nicht. Pantheon geht runter, aber wir können Mitte pushen. Echo ist leider nicht dead, weil der hat gut geultet. So, Olaf hat keine Ultimate, wenn er jetzt wieder kommt. Die hat er gerade genutzt. Das heißt, mit Kintai können wir ihn kiten hier. Der hat keine Ulti, wissen wir, ne? Sollten gehen. MF Ultimate war super wasted. Lucian ist hart am Splitten. Malphite MF Combo ist insane, aber nur wenn sie auch gut spielt, ne? Das Problem ist mit Malphite MF, die brauchen immer so ein bisschen Synergy, die du meistens im Solo Queue, wenn du alleine spielst, nicht wirklich aufbauen kannst, ne? Das ist meistens immer, du hast irgendwie... also du harmonierst da nicht so gut. So, Mitte. Der wird ein 6W sein, dann ist der Turm weg, ne? Guck mal, da hätten wir jetzt eine Yasuo-Ulti gebraucht. Ich habe da reingeultet, weil ich gehofft habe, ich kann dem noch helfen, dem Pantheon. Schöne Map-Ultimate. Da hätten wir eine Yasuo-Ultimate gebraucht. Ist der Map da hinterhergerannt noch? Ich wollte eigentlich nur dem Pantheon helfen, gell? Ist das Spiel schwerer geworden? Nee, einfacher. Die Leute sind schlechter geworden.
Und der Rank-Prozess ist einfacher geworden, weil es keine Promos und so mehr gibt. Also du hast schlechtere Spieler, das heißt, du kannst leichter carryen. Und du hast leichteres Rank, also viel einfacher geworden. Viel, viel einfacher. Die schwerste Saison war wahrscheinlich Season 1 und Season 2. Ab da ist es wirklich downhill gegangen. Mit Spielqualität sowie mit... Ihr wisst. Climbing. Nice. Ultimate. Flash of Echo. Flash of Six, wichtig. Pantheon. Dieser Jungler. Why? Du bist doch ganz alleine. Ich helfe dir. Da kommt der Support-Peeler. Guck mal, und jetzt habe ich halt eine Minute lang, in der ich nicht mehr peelen kann. Wie kann das sein, dass Spieler schlechter geworden sind, weil viele Leute aufgehört haben, das Game zu spielen? Und je weniger Spieler ein Spiel hat, desto weniger gute Spieler hat ein Spiel auch, ne? Und ich sag mal, die Leute, die sehr, sehr gut sind, viele kamen halt auch von League PC und so weiter und die haben halt einfach wieder aufgehört zu spielen. Ich weiß nicht, ob das der Play ist, Leute. Ich muss es halt tanken, ne? Das ist nicht der Play, Leute. Das ist absolut nicht der Play. Unser Pantheon ist nicht mal drin. Das war nicht der Play, den ich hier... Ohne Yasuo können wir das nicht fighten. Wir müssen in Drake gehen auch. Wir müssen Dragen. Schon mal in Sonyas. Wir machen Ulti-Sonyas jetzt. Beste Kombo. Ja, die guten Spieler, die gute MOBA-Spieler, also die wirklich auch gut sind in MOBA-Games, die werden wahrscheinlich kein Valorant spielen, ne? Die spielen Dota oder League of Legends oder... Das war's. Die spielen Dota oder League. Nice. Jax hat mich angeflasht. Haben wir Yasuo da? Ne, Yasuo ist dead. Ja, wir hätten Yasuo gebraucht, oder? Penta, 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 Penta. Hol den Penta-Kill. Nein, Echo. Der hat gleich wieder ein Dash. Tut mir leid, Echo. Ich hab's versucht. Ich habe es versucht. Nee, Valorant hat nicht mehr. Also international hat Valorant auf jeden Fall nicht mehr Spiele als AOV. Nee. In Europa, wenn, denke ich mal schon, weil AOV halt komplett dead ist. Aber gute MOBA-Spieler spielen halt auch kein AOV. Musst du überlegen. Ich habe auch überlegt, ob ich mal wieder ein bisschen PC-League spielen soll, ehrlich gesagt. Kiana gibt es nicht mehr. Vielleicht sollte ich hier nicht die Seite splitten, oder? Soll ich lieber zum Team gehen? Die splittet von alleine jetzt auch. Geht Echo regelt. Nevermind. Das war der Echo, der geflamed wurde vorhin, ne? Ja, der hat sich richtig hochgefarmt. Yasuo hat leider kein Ultimate. Wie lange braucht er noch? 13 Sekunden. Okay. Oh, Rakan hat geendet. Nice. Wir müssen auf Yasuo warten. Wir brauchen einen guten Yasuo Ultimate Angle. Da ist er. Ich hoffe, der reicht. Ich tank das Ding. Ich tank es, ich tank es. Ich tank das Ding. Oh, da tank ich doch nicht mehr. Tank ich das Ding? Mach ihn weg! Nice, sehr gut. Und jetzt den Turm holen. Das wäre big. Sehr gut. Also die besten Mobile-MOBA-Spieler spielen wahrscheinlich Honor of Kings. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Honor of Kings-Spieler in China, die das Game seit 10 Jahren durchsuchten, besser sind als die Chinese Valorant-Spieler. Was MOBA-Knowledge und so angeht. Und Mechanics. Weil ihr müsst überlegen, Wildrift ist auch overall ein ziemlich langsames Game, was wenig Mechanics braucht, verglichen mit Arena of Valor und Honor of Kings. Also Wildrift ist ein Game, was sehr wenig Mechanics braucht, tatsächlich. Valorant ist mehr so ein
Knowledge Game, Makro. So, GG. Support Malphite würde ich niemandem empfehlen, Leute. Tut es nicht.